Im Bereich EMSR haben wir hier mit der Firma MAS, Maschinen- und Anlagenbau Schulz, schon seit vielen Jahren ein sehr, sehr gutes Geschäftsverhältnis. Viele schöne Projekte wurden gemeinsam abgewickelt. Wir sprechen heute mit MAS darüber, warum man gerne mit Kremsmüller arbeitet und wo die Schwerpunkte in der Zusammenarbeit liegen. Los geht's! Unser Kunde MAS ist in der Kunststoffbranche tätig, im Kunststoffrecycling, und diese Branche boomt tatsächlich. Derzeit realisieren wir gerade die größte Twin-Compound-Anlage, die MAS jemals geliefert hat, und auch die größte Schaltschrankanlage, die Kremsmüller für uns in diesem Zusammenhang gebaut hat. Wir bereiten hier Elektrik, Schaltungen und die Kabelbäume vor, dann passiert die Installation vor Ort. Es ist auch die Aufgabe der Firma Kremsmüller, bei uns im Haus, bei den gelieferten Schaltschränken, die komplette Installation zu machen, aber auch die Abnahme gemeinsam mit unserem eigenen Automatisierungspersonal zu machen. Und gerade hier benötigen wir Mitarbeiter, die schon länger uns unterstützen, und dem kommt die Firma Kremsmüller sehr gut nach, indem wir kompetente Mitarbeiter immer wieder bekommen, die unsere Anlagen kennen und die uns da bestmöglich unterstützen können. Die Qualität der Ausführung der Anlagen ist sehr hoch, und Kremsmüller wird auch bei unseren Fachabteilungen als sehr zuverlässiger Lieferant geschätzt. Durch das internationale Umfeld, in dem MAS tätig ist, waren unsere Monteure dadurch schon in Holland, Deutschland und vielen weiteren Ländern unterwegs. Florian hat die Lehre bei Kremsmüller gemacht und hat sich im Interview sehr positiv über die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben geäußert. Ja, was für uns spannend ist als Firma Kremsmüller, es ist oder keine Anlage eigentlich gleich, die wird immer individuell auf den Kunden dann zugestoppt und konfiguriert. Hier in dem Fall, diese Anlage geht nach Amerika, in die USA. Was da für uns die Herausforderung ist, es wird nicht gebaut nach unseren Normen und Richtlinien, sondern es wird gebaut nach UL, nach amerikanischen Standard eigentlich. Da ist eigentlich wieder alles anders, man muss alles nicht berücksichtigen, es sind andere Sicherungen, es sind andere Kabel und Leitungen zu verwenden, und das macht das Ganze natürlich spannend, und es ist immer etwas anderes. Ja, wir haben gesehen, es wird wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Vielen Dank an alle beteiligten Kremsmüller-Mitarbeiter. Vielen Dank aber auch an MAS für die wirklich sehr gute Zusammenarbeit. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen.